Habe ich Lippenstift auf den Zähnen? Ist geil, oder? Ist geil, ja, ist mega geil. Jetzt habe ich das Lied nicht gesettet, ich voll honk. Also noch mal von vorne. Ihr Lieben, hi und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Bam, bam. Ich habe heute was ganz, ganz, ganz Besonderes, auf das ich mich schon total lange freue. Und zwar habe ich diese beiden Schätzchen hier heute bekommen mit der Post. Ich freue mich total, als ich die Paletten gesehen habe das erste Mal. Nur die Umverpackung wusste ich, die muss ich haben. Wie die von innen aussehen, wusste ich da noch nicht und das war mir auch. Ja, nicht egal, aber ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass da jetzt nicht nur Schlamm-Olivtöne drin sind. Obwohl auch das eigentlich ganz hübsch aussehen kann. Aber gut, wir werden uns heute mit der Minimaus-Palette beschäftigen. Und in meinem Video am Sonntag zeige ich euch dann die Daisy-Palette. Als erstes dachte ich, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich habe mir auch noch keine Videos angeguckt. Ja, ich habe die Farben gesehen im Internet, aber noch nicht mal reingelünkert hier. Ich dachte jedenfalls, habe ich Lippenstift auf den Zähnen? Nein. Ich dachte jedenfalls, ich zeige euch zuerst ein paar Swatches und dann würde ich gerne zwei Augen Make-up schminken, einen sanfteren Look und dann möchte ich versuchen, hiermit ein wenig was Intensiveres zu schminken. Schauen wir doch einfach mal, ob ich das hinbekomme. Oh ja. Hallo? Seht ihr dieses kleine Schleifchen? Zuckersüß. Ansonsten sehen die Farben so aus. Da ist jetzt noch die Folie vor. Ist sogar eine ziemlich feste Folie. So sehen die Farben aus. Super, super schön. Vor allem dieser Ton, Witty. Den finde ich toll. Na, wir schauen mal. Wir swatchen. Okay. Also der Schimmerton oben links, dieser Glitzerton, fühlt sich ziemlich fest an. Witty fühlt sich ziemlich samtig an. Und Legendary ist schon wieder ziemlich fest. Feisty, der Dunkelbraunton, ist wieder weich. Darling, das ist der helle in der Mitte, ist auch weich, sehr cremig. Dann kommt dieser sehr warme Braunton, der heißt auch Warm-Hearted, ist auch sehr weich. Was direkt auffällt, ist, dass ich eine Riesensauerei in der Palette veranstalte. Aber gut. Also ich meine, pigmentiert sind sie ja, ne? So, und jetzt kommen noch drei Metallic-Töne. Hearty, Loving und Cheerful. Hearty ist auch etwas fester. Loving hingegen ganz butterig und weich. Und, oh, schaut mal. Und Cheerful ist der ganz helle. Ist auch ganz weich. Also sehr, sehr unterschiedliche Formulierungen, glaube ich. Ho, 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 ho. Hallo, hallo. Die rote, alter Vater, guckt euch das an. So, extra da geswatcht, damit ihr was sehen könnt und ich auch was sehen kann. Also, die Farben sind soweit ziemlich cool. Die Schimmertöne hätten ein bisschen mehr Schmackes vertragen können, finde ich. Insbesondere dieser erste hier, Iconic, der ist so braun hier drin auf dem Arm. Na, seht ihr ihn? Da. Ganz, ganz, ganz leicht. Ich gehe noch mal rein. Ah ja, er wird weicher. Der war ja gerade auch ziemlich fest. Mal drüber. Ja, mit Mühe, ne? Mit Mühe. Mit Küt. Aber dieses Finish. Also, ich meine, schaut euch das mal an. Ist geil, oder? Ist geil. Ja, ist mega geil. Ich mag sowas. Zeige ich euch nochmal, wie ich jetzt die Palette schon verschandelt habe. Die Katzenhaare kann ich schon mal rauspusten.
So, nach einmal swatchen sieht die Palette jetzt so aus. Also gerade Legendary, Warm-Hearted und Loving. Ja, machen ziemlich Dreck. Stört mich aber nicht. Also mir ist eigentlich egal, wie es in der Palette aussieht. Hauptsache, auf dem Auge ist schön. Ich werde jetzt mal so einen Trick anwenden. Habe ich letztens irgendein Video gesehen, so TikTok-Hacks, wie man seine Paletten wieder sauber kriegt. Einfach mit so einem Tuch, so einem Abschminktuch einmal drüber. Ganz toller Trick. Schmier, schmier. So, ich habe euch mal ein kleines bisschen näher rangeholt. Dann fangen wir nämlich jetzt auch. Ich habe auf dem Auge schon ein bisschen Concealer aufgetragen und den werde ich jetzt mit Darling ein bisschen setten. Wir fangen an dem Auge mit dem sanften Look an, würde ich sagen. Dem vielleicht etwas alltagstauglicheren. Und jetzt gehe ich mit demselben Pinsel in die Farbe Witty. Also ich habe kaum Kickback im Fännchen. Den trage ich mir jetzt erstmal hier als Transition Shade in die Lidfalte auf und blende den dann nach oben aus. Also auf dem Auge ist der, finde ich, ziemlich rosastichig. Finde ich jetzt so im Fännchen nicht, obwohl, wenn ich nochmal genauer hingucke. Doch, oh ja, nein, vielleicht. Lässt sich auf jeden Fall super, super aufbauen und auch schön verblenden. Das muss man halt gleich mal gucken, wenn ich noch mit einer dunkleren Farbe reingehe, ob man die auch noch darüber setzen kann. Das ist ja bei günstigeren Lidschatten, sag ich mal, schon mal so ein bisschen ein Problem. Gut, dann möchte ich das Ganze verstärken mit der Farbe Legendary. Ich mir nach außen und auch außen aufs bewegliche Lid. Und es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Lid wieder festhalten muss. Die Reste, die noch drauf sind, den gehe ich hier so leicht in die Lidfalte. Hier ist noch mal ein ganz kleines bisschen in Witty, der Braunton vom Anfang, um das hier noch ein bisschen schöner auszublenden. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut soweit. Machen wir direkt am unteren Wimpernkranz weiter und starten da auch mit Witty und auch ruhig mit diesem Pinsel. Schön noch ein Sandmann im Auge. Wir haben 3:15 am Nachmittag, aber es ist immer Zeit für den Sandmann. Ich möchte jetzt mit dem Finger einmal in Hearty gehen, in diesem Ton hier, und in Cheerful. Die sollen beide aufs bewegliche Lid. Der etwas kupfernere Ton, mittiger und Cheerful, soll nach innen und vielleicht so ein bisschen als Inner Corner Highlight dienen. Ja, also Hearty fühlt sich tatsächlich ein bisschen kratzig an, aber nur hier so im Fännchen. Und Cheerful hingegen ist wirklich sehr, sehr weich. Aber gut, eigentlich ist das ja total wurscht, wie die sich auf dem Finger anfühlen, ne? Also mit dem Finger. Uiuiui. Also trotz Finger kommt da jetzt nicht die Welt runter. Gut, bei dem helleren schon. Bei dem anderen, bei Hearty, jetzt nicht so. Ah, jetzt. Alles klar. Der braucht zwei Schichten. Aber dann kommt er. Dann kommt er gut. Es gefällt mir wirklich sehr gut.
Richtig, richtig schön. Mit so einem ganz flachen, was ist das? Angled Eyeliner Brush. Gehe ich jetzt nochmal in Legendary, in diesen Rotton und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz. Aber wirklich ganz nah ran. Ich glaube, oben machen wir das auch. Einfach nur, um ja, den eigenen Wimpernkranz ein kleines bisschen zu verdichten. Ich gehe da auch wirklich, könnt ihr das sehen? Ganz nah ran. Es soll wirklich nur ganz, ganz, ganz leicht sein. Ich mag das sehr gerne. Man kann die auch, die Lidschatten dafür super ansprühen. Dann hat man farbigen Eyeliner. Klappt natürlich auch mit manchen besser als mit anderen. So, und da, wo mein Wimpernkranz aufhört, so hier so, mache ich dann auch gar nicht mehr weiter. Ich möchte das nur so, könnt ihr erkennen, dass das so ganz leichte, als einen ganz leichten Effekt haben. Die verbinden wir dann auch außen miteinander. Gehe nochmal mit dem fluffigen Pinsel hier so ein bisschen drüber, um das außen ganz sanft miteinander zu verbinden. Im Prinzip fertig. Wer mag, kann sich natürlich noch was von dem Cheerful-Ton, der ganz helle hier, unter den Braunbogen geben, aber das würde ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Da fehlt jetzt nur noch ein bisschen Wimperntusche und dann ist der Look schon mal fertig. So, voilà, der Look ist fertig. Also mir gefällt es wirklich ziemlich gut. Was sagt ihr? Das Auge fehlt noch. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr Schmackes. Selbstverständlich. Ich möchte, es war mir klar, als ich die Farbe gesehen habe, mit Loving, mit dem Rotton, hier jetzt ein Holo-Eye schminken. Und natürlich nehmen wir auch Feisty dazu, das ist dieser Braunton. Und das Ganze aufbauen werde ich mit diesen beiden Tönen. Und in die Mitte kommen dann Iconic und je nachdem, wie extrem der ist, auch noch was von diesem Ton. Ja, so machen wir es. Bin gespannt, weil ich kann die Pigmentierung immer noch nicht so mega krass einschätzen im Moment. So, ich bin jetzt in Legendary gegangen. Das ist dieser sehr, sehr, sehr warme Rotbraunton. Mit dem machen wir jetzt erstmal die äußere Form. Ja, also wenn man ansetzt mit dem Pinsel, ja, dann kommt natürlich sofort auch Feuerwerk runter. Aber je mehr man so vor sich hin blendet und hin und her geht, ich glaube, da trägt man auch, wenn man nicht aufpasst, wieder gut Produkt ab. Aber das soll ja auch nur der äußere Rahmen sein. Ach, ich bin ja auch so Panne. Jetzt habe ich das Lid nicht gesettet, ich voll Honk. Also nochmal von vorne. Ja, toll. Jetzt habe ich mir da auch ein bisschen was weggenommen. Egal. Na dann auf Neues. Ah, guck mal. Ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Die Farbe bleibt viel satter auf der Stelle. Ja, ist schon ein Unterschied, ja, definitiv. Dem warmen Braunton blende ich das jetzt ein bisschen aus. Bleib beim selben Pinsel, damit ich das nicht zu weit nach oben ziehe. Passiert mir nämlich ganz gerne, dass ich eigentlich nur etwas ein bisschen aussoften will und auf einmal hänge ich direkt unter der Augenbraue. Kann ich gut. Und insbesondere auf einer feuchten Base bin ich da lieber vorsichtig. Ich kenne mich. Jetzt nehme ich einen Blendepinsel
Und zwar wieder diesen. Geh in die Farbe Darling, in den ganz hellen Ton. Klopf hier ab. Gib den ganz vorsichtig hier rüber. So. Ich glaube, so könnt ihr das noch besser erkennen. So. Super schön, gefällt mir echt gut bisher. Wir nehmen uns noch einen kleineren Pinsel und gehen in die Farbe Feisty, dieser hier. Und der kommt direkt in die Lidfalte und außen aufs bewegliche Lid. Ja, also ich gehe schon davon aus bisher, dass die Palette auch Bums kann. Jetzt noch ein Tröpfchen Concealer. Wir wollen ja richtig intensiv haben. Ich finde das ja eigentlich auch immer so ganz schön, ne? Also wenn jemand so ein Halo-Eye schminkt. Also wenn jemand ein Halo-Eye schminkt und dann sich an der Stelle dann so den Concealer drauf gibt, dann denke ich ja ganz oft schon so, könnte auch so bleiben. Finde ich auch ganz cool. Bei mir jetzt nicht, weil es schief. Jetzt gehen wir in die Farbe. Loving. Versuch das jetzt erstmal mit einem flachen Pinsel, das vielleicht auch geht. Hier in die Mitte noch was Helleres machen möchte. Ich würde sagen, geht, ne? Catrice, was ist das für eine Farbe? Ich bin so begeistert. Guckt euch das an. Großartig. Jetzt wieder Finger und in den Ton Iconic. Der ist mittlerweile richtig weich. Wow. Aber in die Mitte muss trotzdem noch was von Cheerful. Ich versuche mein Glück auch wieder mit dem Pinsel. So, mit dem dunklen Braunton, braunrot vom Anfang, Legendary. Gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen hier die Lidfalte lang. Soll ja schön sauber sein. Dieselbe Farbe gebe ich mir auch mit dem Pinsel unten, an den unteren Wimpernkranz. Wieder schön verbinden. Und dann kann man die ganz einfach nach unten aussoften. Macht die von alleine. Ich würde mir dazu jetzt gerne noch einen schwarzen, ihr wisst schon, Kajal auftragen. Und dann mit demselben Pinsel das Ganze noch so ein bisschen aussoften. Ja. Das finde ich wirklich schön. Ist immer so schade, finde ich, wenn man jetzt so beide Looks vergleicht. Dann sieht der so ein bisschen noch wenig aus. Aber ist er gar nicht. Der ist auch wunderschön. Alle sind gleich schön. Alle sind wunderschön. So, ich würde sagen, klebe ich mir da nochmal eben Lashes an. Ganz neue. Und zwar von Leni Lash, die Nummer 117. Habt ihr auch Kunstnägel und kriegt deswegen nie den Tesafilm von so Verpackungen ab? Ist das schön. Finde ich auch nicht. Und zack. Fertig. Das sind beide Looks mit der Mini-Palette von Catrice und Disney. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, welcher der beiden Looks euch besser gefällt. Wenn euch gar keiner gefällt, dürft ihr mir das gerne auch mitteilen. Aber bitte in einem freundlichen Ton, weil ich bin sehr, sehr sensibel. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Nur ein kleiner Klick und dann würde ich mich sehr, sehr freuen.
abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich werde am Sonntag, wie schon gesagt, dasselbe wie heute machen, nur mit der Daisy-Palette. Ihr könnt ja schon mal reingucken. Ich bin von der Palette noch viel mehr begeistert auf den ersten Blick, weil da sind lila Töne drin. Und ich liebe lila. Also insbesondere dieser Ton hier, Diva. Ich freue mich schon total auf das kommende Video. Gut, ansonsten, was bleibt jetzt noch zu sagen? Mein Fazit zur Palette. Die Farben funktionieren super, lassen sich richtig, richtig schön aufbauen. Man kriegt ziemlich leicht verschiedene Farbintensitäten hin, wie ihr sehen könnt. Man darf halt dabei nicht vergessen, dass das eine oder keine High-End-Lidschatten sind. Also da merkt man schon Unterschiede. Man muss ja vielleicht ein bisschen herzhafter ausblenden, ein bisschen Geduld mitbringen. Aber das ist, ich finde sowas überhaupt nicht schlimm. Mich stört das nicht. Die Farben funktionieren super. Ich bin von diesem Rot mega geflasht. Ich möchte das gerne mal mit dem Schwarz aus der Tati Beauty Palette ausprobieren. Weil der Schwarzton da drin, der ist ja so richtig tiefschwarz, nachtschwarz. Also ich habe noch nie so einen krass pigmentierten schwarzen Lidschatten gesehen, der sich dann noch so leicht ausblenden lässt. Aber das ist ja gerade das falsche Video, um für die Palette Werbung zu machen. Also lasse ich es einfach. Ja, die würde ich auf jeden Fall wirklich gerne mal miteinander kombinieren. Und ich glaube, diesen Diva-Ton auch. Also ich glaube, so ein Smoky Eye mit diesem Tiefschwarz und diesen Tönen, das könnte auch ganz toll aussehen. Wenn ich das machen soll, lasst es mich auch gerne wissen. Schreibt die Kommentare voll, ich würde mich wirklich, wirklich freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Sonntag mit Daisy. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf. Tschüss.